Ja, hallo, mein Name ist Heiner Hild. Ich bin der Produktmanager für das VT-System und ich möchte ganz kurz hier das VT-System vorstellen. Das VT-System ist ein Produkt von Vector, was das Canoe als zentrales Softwareprodukt in Richtung I/O-Tests erweitert. Mit dem VT-System haben wir ganz grob gesagt die Möglichkeit, Steuergeräte wie zum Beispiel hier so ein Steuergerät als Device an der Test einzubinden in Canoe. Der Punkt ist, wir haben verschiedene IO-Kanäle, IO-Typen, die können wir mit Modulen in der Art bedienen. Einerseits als Input, andererseits auch als Ausgabe von einem Steuergerät kann man zu Systemen zusammenbauen. Großen Schränken wie hier oder auch Desktop-Systemen für einen einzelnen Entwicklerarbeitsplatz. Mit dem VT-System kommt eben der Entwickler in die Lage, IOs von einem Steuergerät zu erfassen und der Canoe-Welt zugänglich zu machen. Das heißt, in Canoe Automationsprogramme aufzusetzen, in Canoe Steuergerätemodelle einzubauen, die eben Zugriff auch auf die Steuergeräte-IOs ermöglichen. In Canoe sieht es folgendermaßen aus. Wir haben durch den Einsatz von den VT-Modulen eben die Möglichkeit, auf Systemvariablen zuzugreifen, die direkt und automatisch angelegt werden. Ich zeige mal ein Beispiel hier. Hier haben wir so einen Konfigurationsdialog. Wenn wir hier ein typisches VT-Modul haben, zum Beispiel ein Stimulationsmodul, das Eingänge von einem Steuergerät bedienen kann, das sieht man hier in der grafischen Erscheinung die funktionalen Blöcke von dem Modul, ein Spannungserzeugungsteil, einen funktionalen Teil, eine Widerstandsdekade, mit der man Sensorverhalten zum Beispiel modellieren könnte, also zum Beispiel einen Temperatursensor. Wenn der wärmer wird, ändert sich der Widerstand. Den kann man hier abbilden. Anstatt dem realen Widerstand kann man eben hier einen simulierten Widerstand verwenden. Das Ganze ist konfigurierbar hier manuell. Kann man den Schaltzustand von dem Modul einstellen. Man sieht auch hier entsprechend gleich den Programmcode in verschiedenen Programmiersprachen, Kabel oder C-Sharp oder auch Visual Basic.net, um eben eine entsprechende Konfiguration automatisieren zu können. Die ganzen Messgrößen, wie ich schon gesagt hatte, I/O-Größen, sind hier als Systemvariable sichtbar und damit auch in Canoe verfügbar. Besonderheit, man kann den Namespace individuell so anpassen, dass eben sprechende Namen verwendet werden, die dann die Dokumentation von dem Modul machen, aber auch auf der Programmierebene eindeutig erkennbar ist, wo man sich gerade befindet in der Programmierung. Damit kann man eben die ganze I/O-Konfiguration abbilden, eine Simulation der Umgebung herstellen und man kann dann in der Canoe-Umgebung eben auch eine Testautomation starten, wo man automatisch Testscripts ausführen kann. Vielleicht ein kleines Beispiel, wie man sowas nutzen kann. Wir haben hier ein sogenanntes Panel. Das ist ein Feature von Canoe, mit dem man grafisch Interaktion herstellen kann für manuelle Testschritte. Man kann hier zum Beispiel einen Schalter setzen, der wird von dem simulierten Steuergerät hier im Simulationsaufbau aufgenommen, erzeugt ein Bussignal, das geht auf den reellen Bus raus, wird von dem Steuergerät als echtes Kennsignal aufgenommen. Das hat eine Funktionalität drin, die erzeugt eine entsprechende Ausgabe an einem Pin, die wiederum erzeugt eine Aktion, nämlich dass das Licht leuchtet oder blinkt, wie in dem Beispiel hier. Und das VT-System misst parallel die Ausgabe von dem Pin und zeigt hier wieder an, was tatsächlich gemessen wurde. In dem Fall haben wir hier ein PWM-stimuliertes Signal, den Duty Cycle, den können wir jetzt hier anpassen. Man sieht es an der Helligkeit, in der Blinkphase ändert sich die Helligkeit. Das wird hier angezeigt, der Setzwert und was das VT aus dem Steuergeräteausgang dann hier wieder misst, wird hier in dem Duty Cycle gezeigt. So ist praktisch der Loop geschlossen, deswegen auch hier das Thema Hardware in the Loop. Wir haben hier ein Steuergerät, ein Device under Test in einem kompletten Kreislauf eingebunden und mit dem Canoe eben zugänglich gemacht. Das ist von der Simulationsseite. Man kann natürlich jetzt auf der Automationsseite auch ganze Testprogramme programmieren, hat auch auf der Programmierseite über das VT Studio vollen Zugriff auf die Signaldatenbasis, auf die Systemvariablen-Datenbasis, kann sich Testautomationen erstellen und die automatisch ablaufen lassen. Ich habe hier mal eine drauf, die läuft jetzt praktisch ein vorprogrammiertes Skript durch, fährt die ganzen Tests ab. Man sieht, es blinkt hier ab und zu, die Relays schalten, das System ist im Einsatz. Es fährt seine Testfälle alle durch. Wenn die durchgelaufen sind, wird eben hier während des Durchlaufs schon angezeigt, wo man gerade steht.
wie viel Zeit vergangen ist, ob die Testergebnisse positiv oder negativ ausgegangen sind. Das heißt, ob das Verdikt passed oder failed ist. Und am Ende des Tests wird eben ein HTML-Report erzeugt, den man sich auch dann anschauen kann, wenn es durchgelaufen ist. Okay, gut. Ich denke, das wäre so ein kurzer Abriss über den Einsatz vom VT. Das VT fügt sich, sagen wir mal, durch die Architektur, durch den ganzen Aufbau nahtlos in die Vektorwelt mit ein. Ist für sich nutzbar mit Canoe natürlich, wird auch von Canoe gesteuert, ist aber natürlich auch im Verbund mit den anderen Produkten wie VTest Studio oder auf der Basis auch VTest Center als Testdatenmanagement vollständig integriert. Gut, soweit ein kleiner Abriss zum VT-System. Herzlichen Dank.